Lokativ, das Star-Magazin wird Ihnen stark schön präsentiert von Prolet, dem Haarspray der Star. Na, Sommer. Es ist Donnerstag, hier ist Attraktiv, das Star-Magazin. Mein Name ist Jessica Parker, hallo. Letzte Woche habe ich meine gute Freundin Barbara Woke aus dieser Influencer-Hölle befreit und sie wieder zurück in ihren Friseursalon gekarrt. Ich hätte auch gern mal wieder so eine Typveränderung und vielleicht hat die Babsi ja die eine oder andere Idee für mich. Wäre schön. Du hast deinen Salon und mich total vernachlässigt. Setz dich erstmal hin. Ich mach das mal hier runter. Setz dich mal. Oh. Schön, wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du wieder im Salon bist. Ich hatte ja doch relativ wenige Kunden. Warte mal, das habe ich gleich. Nee, du warst überhaupt nicht im Salon. Daher, daran liegt's ja. Außerdem bin ich deine einzige Kunde. Ja, genau. Jetzt bist du mal ruhig. Du sage mal, möchtest du erstmal was trinken? Ich hätte gerne eine Wasserschorle, wenn es möglich wäre. Ja, du, ach, ganz bevor ich es weg sage, wir sind auch gerade live. Hey, meine Lieben, das sind meine ganzen Follower. Ach so. Barbara Vogt, nicht vergessen. Ganz liebe Grüße an euch. Okay. Gucken die uns jetzt beim Haare schneiden? Ja. Okay. Auf das damit kein Problem. Ich hätte, sag mal, Barbara, diese Wasserschorle, die du letzte Mal hattest, diese Fruchtwasserschorle, die fand ich ganz, ganz lecker. Ja, da ist mir was Blödes passiert. Die haben mir die Lizenz weggezogen. Oh. Ich hatte ja, da ist mir eine beim Abzapfen weggestorben und ja, was soll ich sagen? Passiert. Da hat mir die haben mir den Laden dicht gemacht. Aber ich habe was ganz, ganz Neues. Ja? Eine Influencer-Wasserschorle. Oh. Das benutzen ja jetzt gerade alle. Mhm. Diese ganzen Social-Media-Sternchen, diese ganzen Blogger und Influencer und Lifestyle-Blogger und Health-Blogger und Food- und Living-Blogger. Oh. Eigentlich benutzen das alle. Ja. Und zwar, das generiert von Schluck zu Schluck ungefähr 5000 Follower. Oh. Und das sieht man auch sofort am Livestream. Na, ich mach uns mal eine. Mach uns mal eine. Stüsschen. Ding-Döngchen. Mm. Oh. Siehste. Ach, hier aus Indien. Schöne Grüße. Das ist ja toll. Ja, ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, nimm mal nochmal. Was hast du denn heute so vorgestellt? Babsi, ich dachte... Beachwaves? Nee, Babsi, Beachwaves sind jetzt irgendwie schon langsam total out. Und ich habe mir gedacht, wie wär's denn mit so einem süßen Granny-Look? Ach komm, hör auf, ein Granny-Look. Das hat doch schon wirklich jede Silvi Mais, jede Abdel Farah schon mal abgerockt. Oh. Ich finde, das ist vorbei. Ja. Pass auf, ich habe eine eigene Snapchat-Filter-Kollektion entwickelt. Ja? Ganz genau. Da kann man sich den ganzen Stress sparen und einfach mal durchswappen, würde ich sagen. Ich habe, also pass auf, in Obergurgel war eine Fressnapf-Kollektion-Übergabe und da habe ich den Besitzer von Snapchat getroffen. Wir sind kurz hinter das Zelt, ich habe ihn abgefingert und so sind wir halt irgendwie ins Gespräch gekommen. Oh. Und er war sofort begeistert. Süß. Oh. So, jetzt kommt Wasserschollenfilter, den liebe ich. Was muss ich da machen? Muss ich da jetzt so... Da musst du dran ziehen am Strohhalm. Das ist so super sommerlich. Die Beachwaves. Ja, aber ich finde jetzt ein bisschen durch. Transparenter Bob, den kennst du ja noch. Den haben sie. Der ist sehr weiblich. Guck mal hier. Ja, ganz. Sieht so fraulich gleich wieder aus. Berghain. Oh. Wie findest du den? Süß. Aber, Jessica, am besten verkaufen sich meine Ü18-Filter. Oh. Und zwar mach mal einen Mund auf, das ist ein Gag. Ja, okay. Ja. Da kommt ein Dümmel an. Das Wochenende, was? Oder jetzt zum Beispiel Loch-Bleaching-Filter, da musst du dich umdrehen. Also, Jessica, das ist jetzt der letzte Filter, der ist super, super lustig. Der ist in 4D, pass mal auf. Soll ich? Ja, mach. Oh. Das ist der Bukake-Filter. Mm. Und der geht mit dem iPhone 8 in 4D. Da spritzt der Siri direkt ins Gesicht. Das ist ja toll, Barbara. Ja, gib noch mal. Ja. Hier können wir noch was probieren. Ist der herrlich, der Filter. Ist das dein Hammerfilter? So, ich würde sagen, ich kann dir die Haare jetzt hochgesteckt lassen und dann kannst du eigentlich schon losgehen, oder? Hast du was zum Tupfen? Nee, das soll erst einziehen. Süß, ich muss jetzt aber noch auf eine Veranstaltung. Mach doch nichts, das zieht ein, das trocknet fest. Okay. Tschüss. Ciao. Hey, ach und Leute, wenn ihr jetzt noch gleich zu Instagram-Chat wechselt, da habe ich gleich noch ein Live-Video, da könnt ihr sehen, wie ich live kacke. Tschüss, bis gleich.
Das sind konservative Werte, christlich-demokratisch-bürgerliche Werte, die ich heutzutage in der jungen Generation ganz besonders in den sogenannten Trendbezirken wie Kreuzberg, Neukölln oder Mitte ja überhaupt nicht mehr vorgelebt bekomme. Da gibt's dann den sogenannten Expat, den Berlin-Hipster, den zugezogenen Fremdsprachler, der unserer deutschen Leitkultur komplett abgeschworen hat. Sie wissen, ich gehöre zu der jungen, schwulen, wilden Bohème der CDU-CSU. Und sogar ich komme mir total spießig dabei vor, wenn ich mir meine Wasserschorle auf Deutsch bestelle und keine Sau mich mehr versteht, weil alle diese zugezogenen GHB-Süchtchen nur noch Englisch sprechen können. Ja, ich weiß, Herr Spahn, Sie sind kein Fan von den zugezogenen Expats. Also ich muss mal eine Sache sagen. Würden diese ganzen jungen Leute nicht nur unsere schöne Hauptstadt ziehen, dann wäre es hier immer noch genauso piefig wie vor dem Mauerfall, ganz ehrlich. Andererseits muss ich sagen, diese zugezogenen Hipster-Expats, komisch sind die schon. Irgendwie zugezogen. Berlin is amazing. Oh, amazing, you're right. It's so cheap, isn't it? So cheap. In which district do you live? Oh my god, I live in Neukölln. Really? Right. Amazing. I mean, yeah, it's like really like working class and it's so cheap. I mean, you can do everything. You don't need a car in Berlin, right? Oh my god. Do you know this Mongolian barbecue in Mitte? Oh my god. Is it vegan? I was at this amazing exhibition opening this week and it was fabulous. It was about art porn festival. Oh, art porn. I love art porn. All these creative people, really. Yeah, amazing. Berlin, so creative. Was it queer? It's the bubble, right? Yeah. Have you ever been to the rest of Germany? No, what's outside of Berlin? There's something outside of Berlin? Really? Yeah, amazing. Actually, I'm a party promoter. Really? It's called The Night. Oh no, yeah. The Night. I heard of it. Yeah. It sounds amazing. Yeah, well, it's a queer space. Queer space for everybody. It's more like sexual in a way. Really amazing. Yeah. And that pays your rent? No, don't. I work as a sales management assistance promoter thing, you know, at Zalando. Oh, nice. Yeah, Zalando. It's really amazing. But in reality, I'm an artist, you know. Oh my god, this is so cute. Yeah, the sound installation. Oh, I love art. Sound installation. I love art so much. Yeah. Sound installation. Yeah. So what kind of sound? I wrote the song just yesterday. Do you want to hear it? Oh, of course I want. This is so cute. Mm-hmm. Meine Güte, also von dem ganzen Saufen und Rumlungern, da werde ich ja sogar vom Zugucken fast moppelig. Ich brauche jetzt ein bisschen Fitness. Und zwar nackig. Penis. Der Penis der Säugetiere, indogermanischer Wortstamm, lateinisch Penis gleich Schwanz, ist neben dem Hodensack eines der äußeren männlichen Geschlechtsorgane der Säugetiere. Weitere Bezeichnungen dafür sind das Glied oder für den irrigierten, ausgeschachteten Zustand der Phallus. Medizinisch heißt der Penis auch Membrum virile, lateinisch für männliches Glied.
Der Penis ist das männliche Begattungsorgan und dient außerdem der Ausscheidung des Harns. Den größten Penis der Säuger und im Tierreich hat mit über 2 Metern Länge der Blauwal. Der anatomische Aufbau variiert zwischen den einzelnen Tiergruppen. Obacht! Ein aufgewärmter, lockerer Penis ist die Voraussetzung für ein effektives Fitnessprogramm im Nacktbereich. Meine Güte, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert, liked und vielleicht sogar noch teilt, damit jedes Erdenmenschlein sehen kann, wie toll Travestie ist. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag bereits wieder in alter Frische. Bis dahin, bye!